Moin moin und herzlich willkommen bei Lichtzeichen Hamburg. Ich bin der Sascha und heute habe ich tolle Nachrichten für alle RF-User von Canon, denn diese haben laut der Webseite canonrumors.com einige neue Patente angemeldet und das sind ganze 11. Darunter sind auch 5 Teleobjektive, dazu hätten wir einmal das 300 und 400 mm 2.8, das 500 und 600 mm 4.0 und das 800 mm 5.6. Alle haben einen Bildstabilisator und USM. Also eine ganz nette Geschichte. Macht natürlich auch alles Sinn fürs neue RF-Mount, diese Objektive herzustellen. Wir können dann nur hoffen, dass sie ein bisschen kompakter sind. Da durch die neue Technik der spiegellosen Kameras können wir eventuell doch schon davon ausgehen, dass sie ein bisschen kleiner sind. Gestern kam dann noch die Nachricht von 6 weiteren Objektiven im Weitwinkelbereich und normalen Brennweitenbereich und da hätten wir einmal 3 neue Patente für ein 24 mm Objektiv 1.4. Auch mit USM sehen wir dann, was da dann genaueres rauskommt und wir haben ein 28 mm 1.8. Was viele auch freuen wird, es ist auch ein Patent angemeldet für ein 35 mm 1.8 und das lang erhoffte 50 mm 1.4. Also können wir uns für die nächsten Jahre ordentlich freuen. Wahrscheinlich durch die ganzen Corona-Krise wird das sowieso alles länger dauern. Deswegen mit ganz viel Glück Holidays, wie man so schön sagt, diesen Jahres. Aber ich gehe mal vielleicht eher davon aus, nächsten Jahres oder die nächsten Jahre. Aber das sind natürlich keine offiziellen Nachrichten von Canon selbst, sondern nur Gerüchte. Schreibt doch einfach in die Kommentare, auf welche Objektive ihr euch am meisten freut, beziehungsweise welches Objektiv ihr euch blind kaufen werdet. Bei mir wird es wahrscheinlich das 50 mm 1.4 sein. Und fleißig abonnieren und kommentieren und liken und den ganzen Schmö kennt ihr ja, ne? Und im Abspann habe ich dann noch Videos, die euch auch interessieren könnten. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gehabt euch wohl und gutes Licht.